Hallo, Dominik von 4kfilme.de. Ich bin hier gerade auf der IFA 2019 am Stand von Metz. Und wie versprochen hat der Hersteller hier das weltweit größte oder das größte 8K-Display hier auch auf der Messe mit dabei. Muss man aber sagen, das größte 8K-Display weltweit nur in Bezug auf die LCD-Technologie, weil es gibt auch mehrere Micro-LED-Walls, also diese größeren Installationen, die sicherlich auch schon 8K-Auflösung haben und entsprechend wirklich der größte LCD-8K-TV angeblich der Welt. Metz, hier sehen wir auch Skyworth, das Logo. Skyworth ist ja sozusagen, steht hinter Metz oder ist dann jetzt die Muttergesellschaft, und die Tochtergesellschaft ist dann, wie gesagt, Metz, die dann auch von der Expertise und den Kontakt natürlich und auch von dem technischen Know-how der chinesischen Firma profitieren können. Hier mal von hinten gesehen, hier die Anschlüsse, alles noch recht provisorisch, nicht ausgezeichnet. Und ja, hier ist natürlich ein Prototyp, aber man sieht jetzt hier so ein Gerät, das braucht auch wirklich, hier haben wir zwei Lüfter und hier unten, das müssten glaube ich nur die Ausgänge für den Subwoofer sein, aber die Lüfter, die drehen sich auch wirklich sehr schnell, weil hier das Gerät erzeugt auch ganz schön Wärme und die muss natürlich irgendwie abgeleitet werden. Das sieht man hier auch bei diesem Gerät, wie tief das ist. Also mal hier zum Vergleich, so diese Tiefe, also nicht schlecht. Prototyp. Wer sich sowas kaufen wollte, der muss eh super tief in die Tasche greifen. Also so ein Gerät kostet wahrscheinlich eh um die 80.000, 90.000, 100.000 Euro. Ob man sowas dann braucht oder ob man sich dann doch lieber ein Heimkino einrichtet mit einem guten Projektor irgendwie von Sony oder von JVC, das bleibt dann jedem natürlich selbst überlassen. Wollte ich auch nur mal zeigen. Farbdarstellung, also sehr helle Videos werden hier gezeigt, also eher farbenprächtig helle Videos, weniger mit Kontrast oder mit sehr dunklen Szenen. Wahrscheinlich weiß ich jetzt auch nicht, wie das Backlighting hier ist. Wahrscheinlich auch ein direktes, aber wahrscheinlich gröber, als man sich das wahrscheinlich wünschen und vorstellen würde. Mehr Infos zu diesem Gerät weiß ich nie, ob wir noch welche bekommen werden, weil ob das wirklich so kommt oder ob das wirklich einfach nur da ist, um zu zeigen, hey, schaut, was wir können und kommt zu unserem Stand und besucht uns. Mehr wird da jetzt auch, denke ich mal, nicht dahinter sein. Mehr Infos zu den Geräten von Metz, Skyworth und anderen Herstellern sowie Informationen von der IFA natürlich auf 4kfilme.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal, gebt den Video einen Daumen nach oben und kommentiert auch gerne.